heute. So, versuchen wir mal weiter voranzukommen. Dann lasst uns die Pläne des Imperiums nutzen. So, können wir nicht rein? Genau. Oh, okay. Ah, nee, es muss auf der anderen Seite. Sieht für mich mehr wie ein Mond aus als ein Stern. Ein halber Todesstern. Okay, man kann nur schießen damit, man kann nicht da fahren oder sonst irgendwas. Ergebt euch und übergebt die Pläne. Er ist natürlich nicht der Captain, ne? Wo sind die Energiezellen? Schnell! Das ist natürlich nicht der Captain. Das ist Darth Vader gewesen. Ich dachte, du bist 318. Oh, er hat auch einen Helm angezogen. Sehr cool. Jetzt haben wir schon zwei mit dem Helm. So, noch jemand? Imperium hat euer Schiff geentert, eure Hoheit. Na, ich weiß. Uns nur zu bewusst, Admiral. Ihr sitzt in der Falle. Sie kommen. Aufgepasst da drüben. Mit großen Angeles-Graben. Da kommen immer mehr von denen. So. Einmal Energie. Guck mal, der hat ja Doppelknarre. Oh, der ist ein ganz krasser. Das ist ein krasser. Das ist die Bombe. Schön die Bombe gefressen. So, gut, das haben wir. Ne, warte mal. Ist das angegangen? Nee. Okay, wir haben's. Ach, guck mal, die haben sie versteckt in den Kissen. Ich weiß nicht, ob welche die Schulz schauen. Metal Gear kennen, Metal Gear Solid. Da gab es ja auch immer diesen Kisten-Gag, wo er sich in einer Kiste verstecken konnte und dann mit so einer Karton war es ja, eine Kiste, Karton, mit diesem Karton rumrennen konnte, was niemand kontrolliert hat, ne? Außer wenn man halt gesehen wurde. Dann haben die natürlich gegen diesen Karton geschlagen. Aber genau hier wurde dieser Gag wieder angewendet. Natürlich witzig, ne? Ist ganz witzig gemacht. Metal Gear Solid, auch ein erstklassiges Game. Damals für PlayStation 1 rausgekommen. Auch sehr cool. Der zweite Teil war für die PlayStation 2 dann. Für die Next Gen Generation Konsole und auch legendär. Und dann gab es natürlich noch Metal Gear Solid 3 und so weiter. Es gab ja noch einige Metal Gear Solid. Die Pläne vom Todesstern sind nicht im Computer. Was habt ihr mit diesen Plänen gemacht? Geheimauftrag? Was für Pläne? Wovon redest du? Oh je, was für ein Schlamassel! So, wir sind R2-D2. Mit dem Speed an. Oh. Okay. Ach, wie soll man denn da durchkommen, dass man stirbt? Hast du etwa Angst vor dem? Karl,
Blechhaufen mit eigener Intelligenz denn Angst haben? Warum sollte ich Angst haben vor Blechhaufen mit eigener Intelligenz? Und mit Übersetzungen einschläfern? Genau. Dumme, superkluge Maschinen. Wenn ihr wüsstet, ja, wenn ihr wüsstet. Ach. So, dann können wir da rüber. Ah, R2-D2 kann auch. Hier sind meine Kumpels. Sind aber eigentlich die Bösen. Alles Bösewichte. Ach, das gab's in den alten. Das gab's in diesen alten Star Wars Spielen auch. Da gab es auch diese Szene in dieser Dusche immer. War auch sehr witzig. Da konnte man mehrere Duschen anstellen und überall standen Sturmtruppler drunter und haben sich gewaschen. Auch sehr lustig. So. Okay. Okay, wir brauchen den anderen Hampelmann. Nur er kann bauen. Nicht rein. Doch. Zutritt untersagt. Du wirst noch deaktiviert werden. Ach, Unsinn. So ein Unsinn. So ein Unsinn. So, das müsste das erste Level gewesen sein. In Episode 4. Komisch. Von hier außen betrachtet sieht der Schaden nicht schlimm aus. Ich habe keine Ahnung, wovon ihr redet. Ich bin Mitglied des Imperialen Senats und fliege als Diplomatin nach Alderaan. Ihr gehört zur Allianz der Rebellen. Ihr seid eine Verräterin. Schafft niemals. Die Pläne müssen in der Rettungskapsel sein. Schick ein Bergungskommando los. Ja, Sir. Wie trostlos hier. Warum sollte es gerade dort Siedlungen geben? Was für ein Auftrag? Was soll das? Also es ist alles ein bisschen geheim. Dafür müsste man theoretisch Tipps kaufen, die man auf der Karte zum Beispiel hat. Wenn man hier zum Beispiel auf die Karte geht. Das sind meistens die Kopfgeldjäger und so weiter. Die muss man dann halt für besondere Fähigkeiten... Also jeder Charakter hat unterschiedliche Fähigkeiten und die muss man halt im freien Spiel nutzen. Damit man halt weiterkommt, ja. Damit du halt alles zu 100% freispielen kannst. Das ist immer so bei den Lego-Spielen gewesen, im Grunde. Aber du kannst natürlich, theoretisch, kannst du die ganze Episode auch mit einem Charakter durchspielen, ja. Du musst nur ab und zu mal wechseln, weil dieser Charakter wahrscheinlich nicht Türen öffnen kann oder durch kleine Löcher laufen kann oder sonst dergleichen, ja. Also du musst halt ab und zu mal den Charakter wechseln, um halt weiterzukommen. Aber im Grunde kannst du mit deinem Charakter, den du möchtest und den du ausgewählt hast, im freien Spiel komplett durchlaufen, ja. Aber er kann halt nicht alle Sachen machen, die halt andere Charaktere können. Das ist halt der kleine Unterschied. Ich hoffe, ich habe das ausführlich jetzt beantwortet. So, ich denke mal, diese Episode werden wir noch durchspielen. Und dann werden wir wahrscheinlich ein anderes Game zocken. Ich habe nämlich noch Elden Ring auf dem Tisch, auf dem Plan. Oder, da müssen wir mal gucken, also dieser kleine ob das hinhaut. Ganz schön und noch ein anderes Game. Darin ist er unübertroffen, Sir. Aber da müssen wir erstmal gucken. Oder ihr wollt natürlich gerne Star Wars weitersehen, dann können wir auch weiter Star Wars spielen. Das ist auch kein Problem. Hier zum Beispiel, ne? So, er sagt uns jetzt natürlich einen Hinweis, irgendwas mit einem Ölbad. Also hier unten wird wahrscheinlich diese Ölmaschine sein. Und theoretisch müsste man jetzt, um diesen Stein zu bekommen, den wir jetzt auf der Karte links unten sehen. Links unten sehen wir ja eine Karte. Da ist ein Stein, das ist dieser Kyberkristall. Und wenn wir diese Aufgabe von ihm jetzt erfolgreich bewältigen, also in ihm wahrscheinlich in diesen Ölbad reinschmeißen, dann würden wir diesen Stein bekommen. Es kann aber sein, dass wir diese Aufgabe nicht erfüllen können, weil wir im Story-Modus sind, weil wir, wie wir hier sehen, zum Beispiel die dunkle Macht oder Jedi-Macht nutzen müssen. Luke Skywalker am Anfang hat aber noch keine Macht. Also er kann die Macht noch gar nicht nutzen. Das heißt, wir können jetzt im Story-Modus
wo wir jetzt uns gerade befinden, wo wir gesperrte Charaktere haben, können wir diese Aufgabe noch gar nicht vollbringen, ja, weil wir die Fähigkeiten nicht dazu haben. Das meinte ich mit, jeder Charakter hat unterschiedliche Fähigkeiten, ja. Wir haben auch kein R2-D2, wir können nicht mal dieses Türschloss öffnen, um diesen Typen wahrscheinlich rauszulassen, weil wir nur C3PO bei haben. R2-D2 ist ja entführt worden von diesen Sandleuten, Gedönsbüms. Daher. Die Fähigkeiten kannst du nicht ändern, nein. Es war früher aber mal so, in den alten, ich weiß jetzt aber nicht, ob es hier auch so ist. Es gab mal in den alten Spielen, in den alten Lego-Spielen, ich weiß nicht, ob du die kennst, da gab es eine Möglichkeit, seinen eigenen Charakter zu erstellen. Diesen eigenen Charakter, diesen selbst erstellten Charakter, den konntest du mit allen Fähigkeiten ausstatten, die du wolltest. Er konnte dunkle Macht haben, er konnte ein Laserschwert haben, er konnte Granaten werfen. Also du konntest alles mit dem nehmen, ja, was du halt brauchtest. Mit dem konntest du natürlich herstellen, einen eigenen Charakter. Aber ich weiß nicht, ob das noch hier möglich ist. Ja. Wie gesagt, jeder Charakter hat seine unterschiedlichen Fähigkeiten und wir sehen es hier auch nochmal. Ja, zum Beispiel ist hier Padme. Jetzt können wir natürlich Padme hier wählen. Ja. Also das geht schon, wenn wir das gerade mal sehen. Wenn wir den Charakter freigespielt haben, können wir natürlich auch hier, wie es so scheint, so gehe ich jetzt davon aus, können wir die Charaktere doch wechseln innerhalb der Story. Manche sind grau hinterlegt, die haben wir natürlich nicht. Wir könnten jetzt natürlich hier Jar Jar Binks nehmen, den will natürlich keiner. Wir könnten Leia nehmen, wir könnten Luke jetzt nehmen, wir könnten Rick Olay nehmen, wir könnten aber auch Tarful nehmen, ist einer der Wookiee-Typen. Jetzt müsste ich mal gucken, ob wir vielleicht gegebenenfalls sogar C3PO nehmen können. R2-D2. Wir könnten sogar R2-D2 nehmen. Ja, um diesen Türschloss zu öffnen. Das können wir jetzt mal versuchen. Das ging früher nicht. Ja, man konnte die Charaktere nicht wechseln innerhalb der Quest. Aber hier scheint es wohl möglich zu sein. Die Entwickler haben das alles ein bisschen anders gemanagt. Man kann die Charaktere doch auch in der Story umändern. Es kann aber auch sein, es liegt daran, was mir gerade mal einfällt, dass es nicht die Story ist, sondern dass wir auf dieser Hauptkarte sind, also auf dieser großen Karte, wenn wir uns mal das angucken. Da kann man besondere Sachen kaufen, zum Beispiel Zweierstats mal 2, mal 3, mal 4, mal 5, mal 6, mal 10 und so weiter. Das, was es halt schon immer gab. Also ich denke mal, wenn du alle Charaktere hast, kannst du wohl wechseln, ohne nochmal spielen zu müssen. Ja, das auf alle Fälle. Also du kannst auf alle Fälle wechseln. Sobald du die Charaktere freischaltest, kannst du die halt permanent hin und her wechseln. Ja. Und man Zeit für einen Bart. Achso, genau. Hier ist das mit dem Ölbart. Jetzt müssen wir das theoretisch aber noch irgendwie hinbekommen. Wir können das ja mal mit dem Ölbart machen. So, wir brauchen jemanden mit einer Macht. Das bedeutet, wir müssen den Charakter wechseln und... So, wir könnten zum Beispiel hier, weiß jetzt nicht, wie der heißt, aber halt jemand mit einer Macht. So, genau, da haben wir es ja schon. Er kann jetzt rein. So, theoretisch. Da fehlt irgendwas noch. Da fehlt noch was. Okay, da fehlt noch irgendwas. Ja, warte mal. So. Ja, aber hell, da kommen wir doch so hoch, oder? Kommen wir da nicht so hoch? Und da kommt man so hoch. Ach so, die muss er tragen. Okay, deswegen ging es nicht. So, jetzt müsste es mit den Übergeben. Bietet das Game noch Endgame-Content nach dem Episode oder ist das ein reines Story-Game, weil ich habe gehört, Open World soll gegeben sein. Ja, klar. Also das Spiel hat auf alle Fälle weiteren Potenzial. Das ist aber bei allen Lego-Spielen so gewesen. Also du hast halt diese ganzen Gebiete. Ich mache kurz das mit den Ölbad und dann zeige ich das kurz mal, weil wir gerade in der Zwischensequenz sind. Jetzt haben wir natürlich einen Kyberkristall wieder bekommen, ne, weil wir diese Aufgabe erfüllt haben. Und das ist das, was ich meine, ne? So funktioniert das halt, ne? Luke-Werkzeugmission abgeschlossen, ja? Also, du hast erstmal komplett diese Karte, ja?
Gut, und dann werden wir jetzt mal weitergehen in der Story. Ich hoffe, ich konnte dir so ein bisschen einige Sachen erklären. Wenn du Fragen hast, einfach rein im Chat. Und dann schauen wir mal, ob ich das beantworten kann. Also ich spiele schon sehr lange Lego Games, weil Lego Games sind wirklich, ja, ich sage mal, Lego Games sind wirklich eines der einfachsten, also einfach nicht von der Masse, was man machen muss, sondern diese R2-Einheit ist schon immer problematisch gewesen. Onkel Owen wird böse sein, wenn ich ihn verliere. Ja, ich sage mal, also für den Aufwand, um die Trophäen zu bekommen, ist der Aufwand halt sehr gering bei Lego Star, bei Lego Spielen. Das ist bei jedem Spiel so, bei Lego Spielen. Die sind immer sehr gut für Trophäen sammeln. Solche Lego Games. Das machen sehr, sehr viele. Die spielen die ganzen Lego Spiele durch. Und, aber wie gesagt, du kannst gerne Koop-Modus machen mit deinem Kumpel, wenn jemand das noch Game hat und so weiter. Alles kein Problem. Das hat Koop-Modus im Online-Modus. Ich weiß jetzt aber natürlich nicht, ob es Crossplay hat, ne? Ach, da kommt der Ben Kenobi. Jo, danke. Kein Problem. So, da ist Ben Kenobi, hallo, alias Obi-Wan Kenobi. Ben Kenobi? Bin ich vielleicht froh, dass ich euch treffe? Sag mal, junger Luke, was führt dich in diese entlegene Gegend? Der kleine Droide da. Er sagt, er sucht seinen früheren Herrn, Obi-Wan Kenobi. Ist er mit ihnen verwandt? Natürlich. Obi-Wan Kenobi. Diesen Namen habe ich schon seit Ewigkeiten nicht mehr gehört. Kennt ihr ihn? Selbstverständlich kenne ich ihn. Ich bin es selbst. Ich bin es selbst. Ja, Luke weiß natürlich nichts mehr davon. Er kennt natürlich die alten Geschichten von Jedis und sowas, aber er kennt natürlich diese ganzen Leute nicht mehr von damals aus der Republik, weil diese Geschichten um Jedis natürlich auch ausgelöscht wurden zum Teil. Und die ganzen alten Geschichten, die ganzen alten Geschichten natürlich alles nur noch Legenden sind. Wie ist mein Vater gestorben? Im Grunde ist dein Vater nicht tot. Das Lichtschwert deines Vaters. Er lebt noch. Jetzt wollen wir doch mal nachsehen, was du für einer bist, mein kleiner Freund. Ich habe Informationen. Oh Mann, das Sabbeln. Das strengt ganz schön an, Leute, muss ich euch sagen. Mein Vater wird sie auswerten können. Es liegt bei euch, ob dieser Droide unversehrt zu ihm nach Aldach gelangt. Helft mir, Obi-Wan Kenobi. Ihr seid meine letzte Hoffnung. Du musst dich genauso das mit dem Popcorn eben, ne? Ich muss nach Hause. Er guckt sich die Aufzeichnung an mit Popcorn. Onkel Owen! Tante Beru! Jetzt hält mich nichts mehr hier. Ich will mich mit der Macht vertraut machen und ein Jedi wie mein Vater werden. Also mit zwei Sonnen muss es sehr, sehr heiß sein auf diesem Planeten. Vor allen Dingen, wenn sie immer zur gleichen Zeit scheinen. Komm, wir müssen nach Mos Eisley. So, hier zum Beispiel, ne? Hier ist jemand mit Informationen. Die Räuber haben ihr Lager direkt vor einer alten Grotte errichtet und ihr. Und er sagt dir denn, was abgeht, ne? Wo du hin musst, was du machen musst zum Beispiel. Es kann aber auch sein, dass du mehrere Anhaltspunkte finden musst. Das ist hier zum Beispiel, ist der nächste mit Außenrufezeichen. Ja. So, der kann nur als Luke. Das ist das, was ich auch sagte. Manche Charaktere können Sachen übersetzen. Er zum Beispiel als Luke Skywalker kann nicht mit mit solchen Computern quatschen. Da steht halt nur Bieber, bup, 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 bup. Ja. Wenn ich jetzt aber Ben Kenobi nehmen würde, zum Beispiel, er versteht diese Sprache. Ja, und er kann uns genau übersetzen, was los ist. Ja. Und somit erhalten wir wieder eine Information, wo wir hin müssen, damit wir diese Aufgabe bewältigen können, ne? So funktioniert es halt, ne? So, wir können mal den Speeder hier nehmen. So, haut mal ab. Ja, man hat natürlich auch wieder Fahrzeuge und alles. Also, ja, es gibt genug zu tun, ja? So, wir sollen den nehmen. Ja, okay, das ist natürlich der auch aus dem Film.
Ja, wir sind natürlich filmgetreu. Wir machen das so, wie es sollte. So, wir reisen jetzt nach Mos Eisley. Dort, wo wir Hans Solo finden werden. Der mit uns natürlich mit dem Millenniumsfalken die ganzen Sachen einsammeln und bekommt so dann seine 100%. Ne? So, und wenn man es natürlich dann auf Steam hat oder vielleicht sogar auf Epic Games, wo bei Epic Games zum Beispiel gibt es ja auch jetzt Erfolge. Und bei Steam gibt es ja sowieso Erfolge. Und da könnte man dann sich die ganzen Erfolge und Trophäen sammeln. Ne? Oder für PlayStation zum Beispiel. Oder so. Kann man natürlich alles machen. So. Hier wird wahrscheinlich auch irgendwas sein, was wir machen könnten. Weil die haben nie einen Ghetto-Blaster gehabt, aber ist ja auch völlig Wumpe. Und ich habe das immer so bei Lego-Spielen. Ich spiele erstmal komplett alles durch, die ganze Story. Und kümmere mich danach um die ganzen einzelnen Level und versuche alles einzusammeln. Ja, so mache ich es immer. Was jetzt? Ich kümmere mich darum. So, und Ben Kenobi hat natürlich die Überredungskunst, weil er natürlich auch ein Jedi ist. Dadurch kann er diesen Typen beeinflussen und wir natürlich nicht. Was auch witzig ist, dass es ein WLAN-Zeichen ist, ne? Wenn wir nochmal rüber. Wir können ja nochmal aussteigen, ja? Das fand ich ganz witzig. Gedankentricks, ja? Und dann da, guck mal, so ein WLAN-Zeichen, ne? Ist ganz witzig gemacht eigentlich. So. Thank you.